Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Russian Fishing 4 oder Russian oder Russian oder wie auch immer Fishing 4. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area und heute geht's ums Treibangeln. Und wir sind hier wieder an dem Fluss vom letzten Mal, ne? Windenbach. Da hinten hatten wir gestanden an der Stelle, Moment, hier. Hier haben wir gestanden, da habe ich euch das Spinangeln gezeigt und wir werden noch einmal hier an dem Fluss angeln, bevor wir das Gebiet wieder wechseln. Und heute geht es ums Treibangeln. Da habe ich diese Stelle mir hier ausgesucht, kurz vor der Brücke. Auch hier kann ich nicht ins Wasser fallen. Ich muss meine Route fertig machen. Zack, wir brauchen eine Angelschnur, dann nehme ich die 11 Kilo Schnur, ganz klar. Hosen nehme ich die sogenannte Siberia Boll B1G, eine Bolognese Pose heißt das, warum auch immer. Vorfach brauche ich noch nicht, Haken habe ich noch einen gehabt und nein, das war's, Köder, genau, wir nehmen Maden. Wie viel haben wir? 28 Stück. Theoretisch reichen 28 Maden für 28 Fische. Auch hier das Bleigewicht wurde automatisch angebracht, damit die Pose halt richtig ausgerichtet im Wasser steht. Und jetzt zeige ich euch, das ist zwar auch Posenfischen vom Prinzip, aber ihr seht, dadurch, dass hier fließendes Gewässer ist, wird die Pose mit dem, also der Schwimmer, mit dem Köder unten dran abgetrieben und da ist schon der erste, der versucht, den Köder zu klauen. Und deshalb nennt sich das Treibangel, weil der Schwimmer halt mit dem Fluss vom Fluss abgetrieben wird. Und beim Treibangeln hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sehr viele Fische schon gefangen. Das hat richtig Laune gemacht. Da habe ich an einem Tag 30 Fische rausgeholt. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, 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 nein. Komm her. Ich brauche den Unterfangkescher. Da ist er. Ein Döbel. 662 Gramm. Also das ist mehr als ein halbes Kilo. Der ist schon, ne? Der kann schon was. Der kann schon was. So, jetzt aufpassen, wie wir werfen. Lieber ein bisschen mehr rein, weiter weg vom Ufer und abtreiben lassen. Treibangeln. Steht auch da unten dran. Na, unsere Werte sind jetzt nicht so toll, aber ist noch überschaubar. Man kann dann später wieder ein bisschen was essen gehen. Dafür haben wir die Feldküchen, haben wir gesehen. So. Ja, also wir haben das normale Posenangeln, haben wir ausprobiert. Wir haben das Spinangeln gesehen. Heute ist das Treibangeln dran. Na komm, auch der ist ja süß. Ein Gründling, 41 Gramm, 8 cm. Naja, naja, naja. So, die Fische behalte ich alle, die verkaufe ich alle, weil ich brauche das Geld für neue Angelausrüstung. Auch die, die man reinschmeißt normalerweise, weil es dafür dann auch nochmal XP gibt. Fast. Die behalte ich auch, weil die extra gutes Geld, also auch gutes Geld bringen, ne? So, ja. Ach, und das macht einfach nur Laune, wenn man so, komm schon, ja, hab dich. Wenn man so bei einem niedrigeren Level anfängt, ein Aland, 247 Gramm, 15 cm. Ja, ja, guck mal, drei Stück haben wir schon. Drei Stück. Das geht hier sehr, sehr gut. Ne, und wenn man erstmal so die ersten Fische gefangen hat und die Angelskills dadurch, die Erfahrungswerte und die XP gestiegen sind, und dann werden es mehr Fische. Dann werden es größere Fische. Natürlich gibt es immer Einflüsse. Man sollte gucken, dass man eine schöne Stelle findet zum Angeln. Ne? Kann man ein bisschen experimentieren. Dann liegt es noch an der Tageszeit und an, oh, ein Rotauge, 394 Gramm.
Der wird jetzt 130 Erfahrungspunkte noch mal bringen, wenn ich den reinschmeiße wieder. Aber ich brauche das Geld, nicht die Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte brauche ich erst später wieder. Erstmal muss ich alle Fische einsammeln, dass ich die verkaufen kann. Oh, da hat aber einer, seht ihr links im Chat, Wochenrekord Weißlachs, 6,4 Kilo. Wow. Hammer, Hammer, da war's nicht rechtzeitig erwischt. Schwupp. Gibt schwere Fische hier, ne? So, 4 Stück haben wir schon gefangen. Sie sind da, die Fischlein. Sie sind aktiv. Die wollen unseren Köder. Oben links in der Ecke wird er auch angezeigt, ne? Made. Ah, da hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Muss aber Geduld manchmal haben, bis die Pose richtig unter Wasser verschwindet. Der Fisch hat richtig geschluckt hat das Ganze. Wenn die nur so vorsichtig dran zuppeln. Wobei ich mich ja erinnere, wenn ich mit meinem Vater angeln war, es ist schon mal dieses Zuppeln, da hat man sich gedacht, jetzt wartest du noch. Der kostet erstmal. Und dann schnappt er gleich zu, wenn es ihm schmeckt. Da waren das aber in Wirklichkeit andere, kleinere Fischis. Und die haben dir dann den Köder so vom Haken geknabbert. Und dann hast du dich gewundert, warum du nichts mehr fängst. Da muss man zwischendurch schon mal gucken, ob überhaupt noch ein Köder dran ist. So, hier geht es jetzt ab langsam Richtung Brücke. Ah. An der Stelle hat letztens ein Fisch reingezogen. Und dann hatte der einen Hänger sozusagen. Da ist mir der Haken irgendwo dran hängen geblieben. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als die Schnur abzuschneiden. Und das ist blöd. Dadurch wird die Schnur kürzer. Dann muss man irgendwann eine neue kaufen. Und dann gibt man wieder Geld aus, obwohl man ja eigentlich fleißig spart, weil man eine neue Angelausrüstung will. Oh, jetzt. Wumms. 85 Gramm. Eine Hasel. Also keine Haselnuss. Aber es gibt schöne Erfahrungspunkte, ne? Happy Hour Bonus. Vielen lieben Dank. Ich habe mir also 12-tägige, nein, 30-tägige Premium-Zeit gegönnt, um mir einfach noch ein bisschen besser voranzukommen, schneller voranzukommen. Und wenn diese Videos hier das Angeln euer Interesse findet und gut ankommt, mache ich halt noch mehr. Und wenn nicht, dann ist das so, ne? Wenn es euch nicht interessiert. Ah, aber so richtig große, ne? Kriegen wir nicht, aber es ist, ne? Es kann aber auch an der Hakengröße und am Köder liegen. Ne? Eins nach dem anderen. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Ne? Da reicht ja, dass die mir hier letztes Mal die Spinnrute zerpflückt haben. Da war ein Fisch dran. Der war nicht zu halten. Null Chance. Da habt die Bremse auf die letzte Stufe gehabt. Und dann zog der trotzdem ab. Ich hätte jetzt die Bremse ganz zumachen können. Dann hätte es mir aber die Rolle zerschossen. Hätte er mir das Rollengetriebe kaputt gemacht und so eine Rolle ist teuer. Und wieder einer. Wunderbar. Döbel 263 Gramm. So, wir haben 7 Fische schon gefangen. 7. Ja, und Ende vom Lied war, der hat mir die ganze Schnur, die ganzen 120 Meter Schnur hat er mir runtergerollt. Und da musste ich sie doch abschneiden. Tja, da war auch der teure Blinker weg, ne? Naja, so ist das. Das kann passieren. Da braucht man eine stärkere Rolle. Aber die kostet auch wieder Geld, ne? Ist nicht so einfach. Man kriegt hier auch nichts geschenkt. Das muss man sich alles erarbeiten. Und das finde ich das Schöne. Man muss leveln, man muss Geld verdienen. Man kann sich immer so Ziele setzen. Mein Ziel ist jetzt ungefähr 150 € hier anhand der gefangenen Fische zusammenzukriegen, um mir 121 Gramm 11 Zentimeter ein Rotauge, um mir ein Angelset zu kaufen fürs Grundangeln. Grundangeln habe ich noch gar nicht gemacht. Man kriegt eine Posenangel, so eine hier. Die kriegt man beim Start dabei und man
kriegt eine Spinangel dabei. Und das war's. Keine Grundangel. Die hätte ich mir von Anfang an auch kaufen sollen. Da hatte ich, man hat so ein bisschen Startkapital. Aber da wusste ich das noch nicht, ne? Naja, ist ja nicht schlimm. So können wir jetzt zusammen Fische fangen, Geld verdienen. Und dann können wir zusammen eine Angelausrüstung holen fürs Grundangeln. Und das zusammen ausprobieren, ne? Schwupp. Komm. So, Aland, 745 Gramm. Ich habe auch hier, ne, mit Plus kann man einstellen, wie tief der Köder im Wasser hängt. 1 Meter, mit Minus kann man den wieder ein bisschen rausholen. Habe ich festgestellt, sind die 75 Zentimeter hier, weil das Gewässer auch nicht so tief ist, ist schon ganz in Ordnung. Schawupp. Nächste. So, 14:32 in-game. Schon 9 Fische. Oh, da kommt der nächste. Das ist anscheinend die Nummer 10. 221 Gramm. Leute, wir haben hier, ne? Die wollen heute hier die Fischlis. Ich glaube, damit die Fische bei dieser Angelart größer werden, müssten wir einen größeren Haken auch nehmen und größere Köder wahrscheinlich. Obwohl Made, ich weiß, was wir gleich machen. Made funktioniert gut. Wir haben 10 Fische bereits auf Made gefangen. Ich drücke mal B, halte gedrückt. Wir stellen mal um auf Wurm. Würmer sind ja größer als Maden. Da haben wir noch 27 Stück von. Mal gucken, ob wir auf dem Wurm was fangen. Und was wir auf dem Wurm fangen. Sollten ja dann eigentlich andere Fische sein, die Bock auf Würmer haben. Mal sehen. Schauen wir mal. Auf dieses Brotbällchen, das man ja selber machen kann, aus Weißbrot, habe ich noch nichts gefangen. Aber auf Wurm, ja. Eigentlich ist ja das Angeln überhaupt, wie man es so, ne, kennenlernt. Eine Angel, eine Pose dran, einen Haken mit einem Wurm. That's it. Wie umfangreich und unterschiedlich Angeln sein kann, das kriegt man ja dann erst mit, wenn man echt so in die Tiefe der Materie, ich gehe mal ein bisschen näher an den Rand, reinschaut. Das ist schon faszinierender Sport. Ich lasse den jetzt hier mal bei uns vor der Nase lang ein bisschen rumtreiben mit dem Wurm. In diesen Spieletipps, die man kriegt, wenn so ein Ladebildschirm läuft, steht auch immer wieder drin, dass es sein kann, dass an gewissen Stellen halt so viel gefischt wurde, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, sich zum Erholen. Naja, ich kann es mir jetzt hier bei einem fließenden Gewässer sozusagen nicht vorstellen. Eigentlich müssten die doch... Oh, da ist der erste auf Wurm. Rotauge 111 Gramm. Naja, auch nichts anderes. Eigentlich müssten die doch dann mit dem Strom schwimmend kommen, die Fische. Flussabwärts. Ja gut, es gibt Fische, die schwimmen auch flussaufwärts, ne? Man sieht es dann bei den Lachsen, die dann flussaufwärts wegen Laichgründen und so schwimmen. Und dann gibt es ja diese tollen Filmchen, die man gucken kann, die Dokus, wo die Bären sich die Lachse schnappen, wenn die da versuchen, Wasserfälle und so hoch zu springen. Zack. Ah, schade. Ist schon was Feines. 15:55 in-game. Wir haben 11 Fische. Guckt mal an. Auf Marder war ich der Meinung, haben die besser gebissen als auf Wurm, aber ich hoffe ja mal, dass auf dem Wurm was kommt.
auch mal ein bisschen schwerer ist, ne? Wir haben noch andere Köder. Die habe ich noch dabei. Könnte man ausprobieren. Ach, schade. Mal sehen. So. Aber es klappt ganz gut, ne? Das Treibangeln ist schon feine Sache. Zupf. Ja, den habe ich. Den habe ich. Der wollte noch mal abhauen. Ein Aland. 699 Gramm. Ja, das ist doch mal ein hübschen. So, wir können ja mal was anderes noch versuchen. Hier Borkenkäferlarve. Schauen wir mal, ob und was wir auf der Borkenkäferlarve so fangen. Immerhin haben wir fast 700 Gramm Aland gefangen, ne? Zack. Ah, aber die gehen dran. Die gehen dran. Habt ihr gesehen, ne? 16:35 in-game. 24 Grad. Angenehme Temperatur. Leicht bekleidet am Wasser stehen, die Sonne genießen. Frische Luft. Oh. Schön, schön. Also leicht bekleidet, nicht in Unterwäsche oder so, ne? Nee, nee. Shirt oder Tanktop oder sowas. Kurze Hose. Tja. Das fehlt auch noch. Leicht bekleidet. In Dessous. Dessous angeln. Das ist ein Köder, der ist wohl nicht so beliebt. Aber ich kann ja auch nicht auf jeden Wurf einen Biss kriegen. Das ist ja nicht... Das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? So, letzter Wurf. Dann gehen wir verkaufen, was wir haben. Bevor das schimmelt. Und dann gehen wir was essen. Also schimmeln wird es ja nicht. Es wird halt nur... ja, schlecht. Fisch muss man ja frisch halten, ne? So. Also wer noch mit will, jetzt beißen. Gleich ist vorbei. Also gefühlt war Marder am erfolgreichsten. Ne? Muss ich ja mal so sagen. Ah, ist aber auch doof jetzt, ne? Naja. Immerhin. Immerhin. Jetzt ist gleich Schluss. Und dann ist die Schnur nämlich zu Ende. Wlupp. Jawohl. Okay, komm rein. Wir gehen jetzt hoch ins Dorf. So, erst gehen wir zum Fischmarkt. Und gucken, dass wir unseren Fang veräußern. Da sind schon ein paar verschiedene geworden, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trophäen. Oder wie auch immer. Die schon... Ja. So, ich markiere den oben links. Dann halte ich die Shift-Taste gedrückt und markiere mit gehaltener Shift-Taste den unten rechts. So habe ich alle ausgewählt. So, 12 Fische, 9,32 Euro gibt es dafür. Jetzt sind natürlich keine Euro. Ne, das ist Russian Fishing oder Russian Fishing. Das wird eine russische Währung sein. Gehe ich mal von aus. Aber hey. So, Feldküche, ein Happenpappen essen. Mmh. Gegen den Hunger. Ja, bis dunkel wird, ist noch Zeit. Kann ich noch ein bisschen angeln. Aber das war das Treibfischen. Nächstes Mal sehen wir uns wieder an einer anderen Location, an der alten Festung. Die habe ich kürzlich freigeschaltet. Da gibt es sogar Reisekosten. Und da kann man halt Posen angeln, Grundangeln. Spinnangeln ist wohl da so mäßig erfolgreich. Aber das gucken wir uns an. Und danach können wir noch zum Fluss Beluga in der darauf folgenden Folge. Das ist wieder mehr fürs Spinangeln. Das sind halt Gebiete, die muss man freischalten mit steigendem Level. Das bedeutet halt, ne, die Fische, die man da fangen kann, sind größer. Jo.
das war's, meine Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.